Es ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, auf das alle hingearbeitet haben. Es ist das Finale. Wir freuen uns auf 1. FC Köln gegen AC Mailand. Der FC war mal in der Spitze, dann doch eher wieder in der Versenkung verschwunden und dann kam der Wiederaufschwung. Aber es bleibt ein ständiges Auf und Ab bei den Kölnern. Und wir müssen mal abwarten, wo es langfristig hingeht für die Geißböcke. Das ist noch nicht raus. Durchgang 1, es geht los. Hier im Finale. Anthony Modest. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Tor für Köln! Tja, nochmal die Wiederholung. Ja, das ist eine Szene, die kann dem Trainer nicht gefallen. Was bitteschön macht die Abwehr da? Sie schauen nur zu und kassieren das Ding. Er zieht vorbei. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Olivier Giroud. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Salih Özcan. Gefährlich jetzt. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Mal ist der Pfosten dein Gegner, mal ist der Pfosten dein Freund. Hier hat er geholfen, vom Pfosten springt der Ball hinter die Linie. Tolles Zuspiel. Die Chance jetzt. Noch ist die Chance da. Modest. Ja. Tolle Aktion vom Torwart. Der Ball kommt. Klasse Einsatz. Klares Handspiel. Das wird Elfmeter geben. Das war natürlich nichts daneben. Ja, weiß er auch. Er ist ja komplett verunglückt, schwacher Elfer. Wir sehen's. Das ist einfach kein guter Elfmeter. Ah, das siehst du schon im Anlauf. Viel zu zögerlich, unsicher. Und dann kommt da so ein Ding bei rum. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Da ist die Chance. Und der Pass. Super Kopfball. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Jetzt vielleicht. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Theo Hernandez. Toller Pass. Er macht den Ball rein. Da hat er natürlich keine große Mühe. Leeres Tor. Da ist das Tor leer. Der Fehler passiert schon deutlich vorher. Und dann ist der Treffer Formsache. Dafür sind sie zu gut, sind sie zu clever. Das machen sie, ist ja keine Frage. Chance Ibrahimovic.
gefährlich, immer noch. Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Da waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor und dann klingelt es gleich wieder. Ein richtiger Nackenschlag, zwei Tore in so kurzer Zeit. Und jetzt sind sie also auch der Sieger. Und Wolf, ein optimaler Einstieg in die neue Saison. UEFA Supercup-Sieg, also in diesem Jahr. Eine überragende Leistung. Glückwunsch auch von unserer Seite. Und jetzt geht es natürlich darum, die Hände an den Pott zu bekommen. Sie wollen den Pokal. Da ist das Ding. Und das ist mehr als Vorfreude. Das ist ausgelassener Jubel. Das ist nicht einfach nur ein Titel unter vielen. Das ist was ganz Besonderes. Der UEFA Supercup gehört Ihnen. Und wenn man auf die Liste der Siegerteams guckt, die hat es in sich. Und jetzt hat sich auch dieses Team auf dieser langen Siegerliste verewigt. Das ist ein ganz großer Triumph, ohne Wenn und Aber. Fantastische Leistung. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann, metaphorisch. Eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft.